Karl-Heinz, ich soll ihn anrufen. Ganz schön stressig, ihr Gepiepse, Frau Schröke. Und überhaupt, diese ganze Telefoniererei. Also, ich... Sie, Herr Lustig, Sie sind nicht informiert. Sie sind nicht modern. Der moderne Mensch ist ständig mit der ganzen Welt verbunden, ist überall erreichbar. Die Technik macht's möglich. Also, wenn ich mit jemandem reden will, also kommunizieren, dann gehe ich einfach hin. Oder ich nehme mir einen Bus. Ne? Ich brauche kein Telefon. Ha! Sie Umweltverschmutzer! Sie verpesten die ganze Stadt mit Abgasen, weil Sie ständig in der Gegend herumfahren. Telefonieren Sie lieber. Da bleibt die Luft sauber und die Straßen bleiben leer. Ja, man könnte doch einen Brief schreiben. Sie können es also ruhig mit ansehen, wenn ganze Wälder abgeholzt werden, nur um Ihr Briefpapier herzustellen? Das Telefon braucht kein Papier. Na ja, da ist was dran. Ja. Oder stellen Sie sich vor. Sie sind krank. Sie werden krank? Ja. Beinbruch oder Beinbruch. So? Beinbruch. Hm. Da liegen Asthma. Sie mutterseelenallein in Ihrem Bauwagen und können keine Hilfe holen. Mhm. Und noch etwas. Einbrecher, nachts. Und Sie wollen die Polizei rufen. Na schön, na schön. Sie haben ja nicht so ganz Unrecht. Aber deswegen brauche ich doch nicht gleich ein Telefon. Das, ja, ich hab's. Es würde doch genügen, wenn ich mit Ihnen spreche. Nicht? Dann könnten Sie für mich die Polizei anrufen. Oder wir könnten zusammen ein Schwätzchen halten, ohne aus dem Haus zu gehen. Da brauchen Sie doch auch ein Telefon. Zu mir rüber. Nein, 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 brauche ich nicht. Brauche ich kein Telefon. Sie werden es schon sehen. Ich rufe Sie an, Herr Paschulke. Schließlich haben die Menschen schon vor Urzeiten miteinander gesprochen. Mein Herr, was darf es denn sein? Ich hätte gern ein Telefon. Ein Telefon? Ja. Welches Modell hätten Sie denn gern? Vielleicht hier das preiswerte Modell Xenio in Himbeerrot und Kobaltblau mit Kurzwandspeicher. Mhm. Oder hier das Modell Tavio in Petrolgrün und Stahlblau, natürlich auch mit Erdtaste und Hubflash. Ach. Sehr zu empfehlen auch das Tarsis C-Modell hier mit alphanumerischem Display und Freisprechen natürlich. Das können Sie auch in Stahlblau haben. Oder hier das optimale Schnurlos, das Sinus 43D mit automatischer Wahlwiederholung, optischer Anrufanzeige und Wartemusik. Das gibt's auch in Dunkelgrün. Nein, nein, ich hätte gerne ein ganz normales Telefon, ein schwarzes, mit einer Scheibe, wo man einen Finger reinsteckt und so wählt, nicht? Und mit dem Hörer. Mit einer Scheibe? Ja. Was ist? Scheiben gibt's nicht mehr. Scheiben gibt's nicht mehr. Scheiben gibt's nicht mehr. Nehmen Sie das, zahlen Sie an der Kasse. Danke. Na ja, ist ja egal, nicht? Dann wähle ich eben mit den Knöpfchen. Damit erreiche ich ja auch jeden, überall. Ne? Aber dabei fällt mir auf, es gibt ja auf der ganzen Welt zig Millionen Telefone. Die kann ich alle erreichen. Aber von meinem Apparat geht doch nur eine Leitung weg. Ja, wie funktioniert? Wo kommen die Lächelkäse? Herr Lustig, Sie müssen mir helfen. Sagen Sie mir, wie kommen die Löcher in den Käse? Hm? Sie haben Sorgen. Die habe ich auch. Ich will nämlich unbedingt diese Reise hier gewinnen. Sehen Sie, 4 Wochen Hotel Alpenrose. Ja, schön. Ein Preis ausschreiben. 3 Fragen, 2 Antworten habe ich schon. Erste Frage. Wie heißt das größte Horn der Schweiz? Ne? Weiß nicht. Das Matterhorn. Das Matterhorn. Zweite Frage. Welche Farbe haben die Kühe in der Schweiz? Lila? Och, bitte Sie. Braun natürlich. Ah ja, braun. Herr Lustig. Was denn noch? Na, die dritte Frage. Wo kommen die Löcher im Käse her? Die Löcher im Käse. Im Käse. Wer fragt denn sowas? Ich? Ach, Quatsch. Ich meine, das weiß doch jedes Kind. Oh, dann fragen Sie die doch. Weiß die doch. Na, die Kinder. Ich weiß es auch nicht. Löcher. Löcher im Käse. Wie sollen die da reinkommen? Die ist gesund und fast alles, was der Körper braucht. Und wir machen Schmalfuß.
mach einen Schmalfuß, ja. Braucht, ist da drin. Warte mal. Wünschen, mein Herr? Oh, ja, eigentlich gar nichts. Ich wollte nur wissen, wo Sie diesen Käse her haben, nicht? Also die Fabrik. Sie wollen sich beschweren? Nein, nein. Es geht nur um die Löcher im Käse. Die Löcher müssen sein. Die gehören zu diesem Käse, das ist nämlich Emmentaler. Es geht eigentlich ums Lab. Um was? Um Lab. Das ist eine Flüssigkeit aus dem Kälber. Einsam, ja. Bottich. Da wird umgerührt. Ja. Bei Habermeyer. Gut. Ich bin gleich wieder da, Herr Paschulke. Und dann machen wir Käse mit Löchern. Schichtkäse. Ach, Quark. Ich zeige Ihnen mal, wie richtiger Käse aussieht. Hier. Sehen Sie? Nicht jeder Käse hat Löcher. Der hier, der hat ganz kleine Löcher. Und der hat riesengroße. Na, woher kommt das? Ich bin auch erst am Anfang meiner Nachforschung, nicht? Aber diese hier, die ist mir schon sehr gut gelungen. Oh. Hier, probieren Sie mal. Lecker. Moment. Essen Sie mir nicht den ganzen Quark weg. Brauche ich noch für meinen nächsten Käse. Wieso nächster Käse? Wollen Sie etwa? Harzer. Jetzt mache ich Harzer. Auch nach einem Rezept meiner Oma. Bisschen Salz. Kümmel. Und jetzt das Ganze formen. So. Ja, so. Jetzt muss er nur noch reifen. Wieso reifen? An den Baum hängen wie ein Apfel? Nein, nein. Das legen Sie in den Keller. Nicht zu warm. Und dann warten Sie ein paar Tage. Und dann wird der Käse von ganz alleine so ein bisschen glasig und gelblich. Und dann schmeckt er wunderbar. Dann ist es ein echter Harzer. Harzer? Ich habe hier auch einen Harzer. Der hat aber keine Löcher. Ihrer kriegt auch keine. Woher kommen die Löcher? Ja, ich weiß ja nun. Lassen Sie mir noch ein bisschen Zeit. Ich habe aber nur noch ein paar Tage. Vielleicht hat es was mit diesem Lab zu tun. Das stand doch im Lexikon. Mit was? Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Jetzt machen wir ein bisschen weiter. Wir machen ein bisschen weiter. Auf jeden Fall scheiß Musik. Dann wird er immer fester. Er kriegt Geschmack. Und ein Gas wird da drin erzeugt. Gas? Aber das ist doch gefährlich. Da kann man sich doch vergiften. Das ist total harmlos, Herr Paschulke. Das ist nämlich Kohlendioxid. Ja, hier. Das ist dasselbe Gas wie in diesem Bläschen hier, in Ihrem Sprudelwasser. Sehen Sie? Da steigen die Bläschen hoch und weg sind sie. Ach, und in dem wieso nicht? Na, weil da ist die Rinde. Hm? Hier, sehen Sie mal. Hm? Ja. Diese Gasblase zum Beispiel, die hat es nicht mehr geschafft. Ja. Kommt nicht raus, nicht? Und dann sucht sie sich im Käse eine weiche Stelle und da... Ein Bläschen macht ein Bläschen, ne? Ein Pups macht Pups, ne? Ist sie nur. Hm? Ach, und dann bilden sich so... Sagen Sie, was machen wir jetzt mit dem ganzen Käse? Na, was soll man mit dem Käse schon machen? Nein, kein Song, bitte. Kein Song, ist da ein Song drin, ne? Bitte. Da ist kein Song. Okay, dann können wir mal gucken. Ich muss kurz leise machen, weil der Song ist copyright drüber. Sehr schön. Bisschen was zu trinken? Ja, ein Wein dazu. Ja. Wir fangen gleich mal mit diesem wunderbaren Schweizer Käse an. Das ist Schweizer, diesem wunderbaren. Was zu trinken? Ja, der Wunder. So, hier sehen Sie mal, Herr Lustig, diese wunderschöne Käseplatte, die ich für uns vorbereitet habe. Sehr schön. Bisschen was zu trinken? Ja, ein Wein dazu. Ja. Wir fangen gleich mal mit diesem wunderbaren Schweizer Käse an. Das ist echter Schweizer Emmentaler aus dem Schweizer Käse. Ein bisschen Brot dazu, Herr Lustig. Danke, danke. So viele Sorgen, meine ja, wunderbar, ne? Okay. Ja, dann sage ich mal, machen wir, wie man es einfach macht. Ah, diesmal. Okay. Ja. Oh, scheiße, was mein Video. Scheiße, das ist nichts für euch. Ja, dann sage ich mal, habe euch ein paar Videos gezeigt, wie euch das die Videos gezeigt habe und ein paar Videos euch natürlich das Ganze euch das gezeigt habe. Jetzt muss ich uns aufschrauben. Ja, euch das gezeigt habe, wie man hier ein bisschen was guckt. Ich habe euch was gezeigt, ein paar Filme, ein paar Videos, wie man zum Beispiel wieder lustig habe ich angeguckt. Könnt ihr auch hier. Videobeschreibung, dann sage ich mal Wiedersehen, tschüss und man sieht sich, tschüss.